Willkommen zu dem Video. Ich bin Eva, ich bin zertifizierte Ernährungsberaterin und in diesem Video erzähle ich praktisch den Unterschied zwischen ungesunder Beziehung zu essen und gesunder Beziehung zu essen und wie du einfach ein paar Tipps, wie du aus dieser ungesunden Beziehung zu essen wieder rauskommst. Zuallererst, was ist eigentlich eine gesunde Beziehung zu essen? Gesunde Beziehung zu essen ist praktisch, wenn du isst, um zu leben. Das heißt, aus meiner Erfahrung ist es einfach, wenn du eine gewisse Gelassenheit hast. Also zum Beispiel, ich esse, wenn ich hungrig bin. Ich höre auf zu essen, wenn ich nicht mehr hungrig bin. Da finde ich, ist auch die Rohkost ziemlich dankbar, weil du wirklich sehr intuitiv essen kannst. Du hast einfach sehr viel Ruhe mit Essen. Also Essen, du isst Essen, damit du Kraft hast, um irgendwie zu arbeiten oder irgendwie Hobbys zu machen. Also Essen hilft dir praktisch umzuleben und du hast einfach eine gute Beziehung mit Essen, dass du Essen als was Positives ansiehst und nicht als was Negatives ansiehst, weil natürlich da das Gegenpol dazu ist, eine gesunde Beziehung zu Essen, und da geht es halt viel darum, dass du eher negative Emotionen mit Essen verbindest, zum Beispiel, dass du Essen nicht als was anziehst, das dir hilft, besser in der Welt auftreten zu können, sondern du siehst Essen eher als was, was du nehmen musst, oder du hast vielleicht so eine Liebe-Hass-Beziehung mit Essen, dass du liebst zwar Essen, aber auf der anderen Seite hasst du Essen, weil du nimmst zu und ist immer so hin und her. Das ist auch nicht unbedingt die Beziehung zu Essen, die du haben willst, sondern eine gesunde Beziehung zu Essen ist wirklich, wenn du da Ruhe drin hast, wenn du einfach essen kannst und du liebst Essen, aber ist kein Druck irgendwie dahinter. Du musst nicht Kalorien zählen, du musst nicht alle Bestandteile immer wissen, sondern du hast einfach eine Ruhe mit Essen. Weiterer Punkt, der eine ungesunde Beziehung zu Essen darstellt, ist, wenn du einfach Angst hast vor gewissen Nahrungsmitteln. Und da ist wirklich ein großer, großer, großer Unterschied zwischen, wenn man was nicht isst, weil man es nicht essen will, und wenn man was nicht isst, weil man Angst davor hat. Und zum Beispiel bei mir, ich bin ja aus Leib und Seele vegan, das heißt, ich esse keine tierischen Produkte. Warum? Einfach aus Überzeugung, weil zum Beispiel Fleisch ist ja totes Tier, das würde ich niemals wieder in meinen Körper tun, weil es halt einfach eklig ist, oder? So ein totes Tier. Das heißt, das ist einfach was ich nicht essen will. Das hat überhaupt nichts mit Angst zu tun. Und das Gleiche ist halt auch, dass bei Rohkost ist es auch so, dass zum Beispiel ich esse Rohkost, weil ich mich damit einfach am besten fühle. Also zumindest viel Rohkost, nicht ausschließlich, aber viel. Aber ich habe nicht Angst vor Kochkost. Und da gab es aber bei mir, glaube ich, schon, vor allem am Anfang hatte ich Angst, Kochkost zu essen, also gekochtes zu essen, weil ich mir dachte, hey, ich mache diese Rohkost und wenn ich dann irgendwas Gekochtes esse, dann ist alles umsonst. Und das ist natürlich nicht der Fall, weil einfach bei mir das nicht der Fall ist. Wenn ich irgendwas Gekochtes esse, dann will ich immer noch irgendwie frisches Obst und Gemüse dazu, weil ich mich einfach da viel, viel besser fühle. Aber da musst du einfach schauen, wer du als Person bist. Zum Beispiel, ich habe auch zwei Freunde und die sind eher, wenn die zum Beispiel was Ungesundes essen, dann ist das das, was sie den ganzen Tag essen wollen. Also schau einfach, wer du selber bist und welcher Typ von Esser du bist. Aber zum Beispiel bei mir, wenn ich irgendwas Gekochtes esse, weil ich irgendwie in der Situation bin, dass es gar nichts Rohköstliches gibt und ich habe aber super Hunger etc., das ist gar kein Problem und da habe ich auch ja keine Schuldgefühle und nichts. Genau, weil es ist im Endeffekt eh nur ein Essen und dann für mich am nächsten Tag bin ich trotzdem noch rohköstlich, also den nächsten Tag esse ich dann rohköstlich, weil ich mich so am besten fühle. Das heißt, da einfach diese Angst vor Essen wegzubekommen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil es ist einfach so ein Unterschied in der Lebensqualität, wenn du Angst vor Nahrungsmitteln hast, versus wenn du halt einfach bestimmte Nahrungsmittel nicht isst, weil sie dir nicht gut tun. Und da kann ich empfehlen, als Lösungsansatz vor allem einfach zu versuchen, die Lebensmittel, vor denen du wirklich Angst hast, also nicht essen willst, sondern wirklich Angst hast, dass du da schaffst, zum Beispiel, dass du das isst, muss ich nicht, zum Beispiel, du hast Angst vor Pasta, du hast Angst vor Nudeln, dass du dann Nudeln einfach isst, du musst ja nicht die ganzen, aber einfach ein bisschen was isst und dann mit diesen ganzen Gefühlen, die kommen, einfach zu sitzen und zu denken, okay, vielleicht, welche Gefühle kommen gerade auf, und dass man dann da einfach mit dem Essen sitzt und sagt, hey, es ist okay, es ist nicht der Ende der Welt, ist auch nicht, mein Selbstwert hängt nicht von diesem
Essen ab. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass eben Selbstwert nicht ans Essen gebunden ist. Also auch wenn du mal irgendwas Ungesundes isst oder so, heißt nicht, dass du eine schlechte Person bist. Überhaupt hat Selbstwert und Essen hat ist nicht so verbunden in diesem Sinne. Das heißt, dass du einfach mit den Gefühlen sitzt und die einfach akzeptierst. Und da ist natürlich auch Therapie super, super wichtig, finde ich. Weil Essen, eine Beziehung zu Essen hat ja nicht unbedingt nur was mit Essen zu tun. Da können auch ganz, ganz viele andere Faktoren mit reinspielen. Und wenn man da einfach eine lizenzierte, zertifizierte Person hat, die sich wirklich damit auskennt, mit Essverhalten oder Essstörungen oder auch mit Beziehung zu Essen, also Therapeuten, das durchzureden kann wirklich, wirklich hilfreich sein. Weil im Endeffekt, du willst keine Angst vor Essen haben. Und zum Beispiel bei mir, ich esse halt keine Nudeln, weil ich mich einfach nicht gut danach fühle. Aber ich habe keine Angst vor Nudeln. Also wenn jetzt zum Beispiel ich irgendwo wäre und da gäbe es kein Obst und Gemüse und ich habe wirklich Hunger also wirklich, wirklich Hunger, dann esse ich auch Nudeln. Und dann ist auch überhaupt kein Problem. Also gar nichts wäre dann. Keine Schuld, keine Scham, keine Angst, nichts. Weil es halt einfach, weil es geht immer ums große Bild. Wie ernährst du dich im großen Bild, im ganzen Leben? Und ob du da jetzt eine Mahlzeit nicht optimal ist, ist voll egal, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, weil ich glaube, es gibt Personen, die streben dieser Perfektion an. Und ich habe die Philosophie nicht von Perfektion. Ich tue auch nicht meinen Klienten, also klar, wenn sie 100% Rohkost machen wollen, dann unterstütze ich sie. Aber wenn zum Beispiel für manche Personen ist es einfach nicht gut für die mentale Gesundheit, wenn sie 100% Rohkost machen wollen, weil sie sich einfach zu sehr unter Druck setzen, und dann sage ich auch zu denen, hey, bisschen runterfahren, bisschen Gelassenheit reinbringen. Weil im Endeffekt, du willst eine Balance finden zwischen Ernährung, gesunder Ernährung und Leben, wie du dein Leben am besten führst. Und du willst natürlich eine Ernährung haben, die dich in deinem Leben unterstützt. Also du willst dich ernähren, damit du Energie hast, und das geht ja im Endeffekt, damit du ein cooles Leben führen kannst. Dass du Energie hast, dass du ja einfach den Sachen nachgehen kannst, denen du nachgehen willst. Und das geht ja, dass du nicht lebst, um zu essen oder um eine perfekte Ernährung zu haben, sondern es geht im Endeffekt darum, dass du eine gesunde Ernährung hast, damit du einfach ein tolles Leben führen kannst, damit du Energie hast, damit du dich nicht mit vielen, vielen vermeidbaren Krankheiten oder so rumschlagen müsstest. Und um das geht's, finde ich. Und ja, also das sind so die Punkte, was auch ein Anzeichen von einer ungesunden Beziehung zur Ernährung ist, dass du vielleicht sehr obsessiv bist, also sehr, sehr rigid, also sehr obsessiv, sehr rigid, dass du viele, viele Regeln hast, so zum Beispiel nicht nach 6 Uhr essen und da auch niemals eine Ausnahme machen, also dass du ganz, ganz viele Regeln hast und dich ganz, ganz, ganz strikt an diese Regeln hältst. Das kann auch ein Zeichen von ungesunder Beziehung zu Essen sein. Weil sie diese Regeln, wenn du sie super obsessiv machst, können sie natürlich deine Lebensqualität einfach einschränken. Ja, was noch ein Zeichen von ungesunder Beziehung zu Essen sein kann, sind generell so Restaurantbesuche. Da habe ich tatsächlich zu kämpfen, weil ich war ja vegetarisch, schon ganz als Kind. Und es war aber in diesem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, so, oh mein Gott, komplett neu. Und keiner hat es verstanden und ich war so verrückt. Und dann haben auch, um ehrlich zu sein, ein paar Leute aus meiner Family und Freunde mich ein bisschen so ausgelacht und so. Und das hat mich super, super beeinflusst. Also viel, viel mehr, als ich gedacht habe. Und da hatte ich so eine Angst bekommen, essen zu gehen. Weil wenn sich das natürlich oft wiederholt, dass immer wenn du essen gehst, dass du dann ausgelacht wirst und so, dann ist das gleiche, wie wenn du einen Hund schlägst, immer wenn ihr in den Park gehst. Irgendwann hat der Hund Angst, in den Park zu gehen. Und bei mir war es halt auch so, dann hatte ich Schiss, essen zu gehen. Und ich musste das echt wieder lernen, dass ich zum Essen gehen kann. Und was zum Beispiel, wenn andere eine Pizza bestellen, dass ich einen Salat nehme. Und dass ich dann, auch wenn ich ausgelacht werde oder so, weil es, oh mein Gott, ist einfach so unreif, wenn das Leute machen, so ätzend, dass es auch voll okay ist. Und ich glaube, da hat mir viel geholfen, obviously so Therapie, aber auch mein Ex-Freund hat mir unglaublich viel damit geholfen, mich einfach auch damit auseinanderzusetzen. Also
Ja, wie gesagt, wenn du eine ungesunde Beziehung zu Essen hast, dann ist es nichts Schamvolles. Es haben so, um ehrlich zu sein, es haben vor allem, bin ja Ernährungsberater und beschäftige mich damit, und es haben so viele Leute eine ungesunde Einstellung zu Essen. Ja, vor allem Frauen. Deswegen ist es nichts Schamvolles, aber es ist wirklich was, wo man dran arbeiten muss, weil zum Beispiel mich hat das beeinflusst, dass ich Angst vor Essen gehen hatte, weil ich dann immer abgesagt hat. Und zum Beispiel jetzt, wenn ich essen gehe, zum Beispiel früher habe ich immer vorher schon nachgeschaut, welche veganen oder Low-Cost-Optionen es gibt. Jetzt mache ich es immer noch, weil es mich interessiert. Aber wenn ich es nicht mache, ist es auch kein Problem. Und wenn es was Low-Costliches gibt, einen Salat gibt, dann nehme ich den. Und wenn es irgendwie nichts gibt, dann nehme ich einen Tee, und es macht mir nichts. Weil ich glaube, jetzt bin ich an diesem Punkt, wo ich mir denke, wenn Leute so unreif sind, dass sie es nicht akzeptieren können, dass jemand sich anders ernährt, dann ist es halt einfach unreif, oder? Da muss man auch nicht mit den Leuten so viel Zeit verbringen. Und die Leute, die ich aber kennengelernt habe, die das akzeptieren, ich glaube, das sind auch so die wahren Freunde, die ich dann habe. Und ja, also ich glaube, da hat sich definitiv viel, viel geändert, dass natürlich dann auch diese Beziehung zu essen gehen, zu heilen, das hat auch einfach mein Leben verbessert, weil jetzt bin ich einfach viel entspannter, kann viel mehr Sachen machen. Und ja, also wie gesagt, wenn du es heilen willst, beschäftige dich damit. Therapeuten, super, super Sache. Und dich einfach deinen Ängsten stellen. Und ja, weil im Endeffekt, du willst eine gesunde Beziehung zu essen haben. Du willst einfach ein cooles Leben haben. Das ist ja das Ziel. Und um das geht's. Das heißt, das war das Video für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr irgendwelche Erfahrungen in diesem Bereich habt oder so, dann ähnliche oder andere Erfahrungen, dann schreibt es in die Kommentare. Würde mich super interessieren, welche Erfahrungen ihr so habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt es ein Like, abonniert meinen Kanal für mehr Infos, Tricks, Tipps zu Rohkost. Wenn ihr mit mir arbeiten wollt, etc., dann schaut in die Infobox, da habe ich immer ganz viele Sachen. Ich arbeite auch in einem E-Kurs, manchmal biete ich Coaching an. Also schaut einfach in die Infobox, in den Link, und dann seht ihr so, was ich anbiete. Und ja, dann freue ich mich darauf, euch im nächsten Video zu sehen, und ganz, ganz viele Grüße. Ciao, ciao!